Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um den Great Vault und zwar wollen wir den aufmachen, einmal mit meinem Main. Ja, die Woche war ich wieder fleißig, habe meinen 20er Key gemacht und dann habe ich noch einige Twinks und zwar, glaube ich, so um die 15 müssten es insgesamt sein, also einschließlich dem Main. Und mit denen war ich in verschiedenen Sachen unterwegs, wie zum Beispiel ein paar HC-Inis, ein bisschen im LFR war ich gewesen und unter anderem auch im M+. Und zwar habe ich ein paar Zweier-Keys gemacht, um dementsprechend dieses letzte Season-Item zu kriegen, was im Altal der Saar droppt. Leider ist es nicht gedroppt, aber vielleicht kriegen wir es aus dem Vault raus. Und ich würde sagen, wir schauen einmal rein. Schauen wir mal. Ich habe auf Wildheit gestellt. Ich könnte vor allem Gürtel, Schuhe und, glaube ich, Kopf brauche ich die Slots, oder? Und was haben wir drin? Wir haben ein Trinket drin. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ich sag's euch, wie es ist. Ich könnte da mal bei Bloodmold nachschauen. Da kann man ja immer so ein bisschen sehen, wie es aussieht. Gucken wir mal, ob das da mit dabei ist. Warte mal, wie heißt denn das Ding? Gegengewicht, okay. Schauen wir mal, ob das irgendwo dabei ist. Ah, da haben wir es. Also, das ist jetzt Single Target. Ja, da ist es zumindest wahrscheinlich höher als die Dinger, die ich habe, ne? Also, und wo ist es im Multi-Target? Jetzt machen wir mal 5. Da sehe ich es jetzt nicht. Multi-Target ist halt schon ziemlich schlecht. Ich bin jetzt halt überlegen, was ich mache. Wenn, dann nehme ich das Trinket. Oder ich nehme halt die Marken. Gut, zwei Marken sind halt jetzt nicht sonderlich viel, wenn man ehrlich ist. Das ist halt die Frage. Ich bin am überlegen, ob ich meine anderen Items dann nur mit Flugsteinen upgraden kann, wenn ich einen 483er Item habe. Das müsste ich dann mal gucken. Ach, wisst ihr was? Ich nehm das Trinket und guck mir das mal an. Was haben wir denn? Dann kriegen wir nochmal irgendeinen 20er Key. Here we go. Dämmerung haben wir. Ja, gut. Schau ich mal just for fun, ob ich da was ändern kann, wie das aussieht. Eventuell kann ich dann theoretisch die anderen kostenlos upgraden. Oder halt, was heißt kostenlos, aber nur mit Flugsteinen, ne? Ich weiß jetzt noch nicht, ob das funktioniert. So, jetzt schauen wir mal. Ah, seht ihr, jetzt könnte ich mit nur Flugsteinen die Dinger upgraden. Ja, gut. Weil ich habe da zwei Stück. Warte mal, das kann ich dann auch noch upgraden. Macht er nicht. Okay, dann müssen wir das so machen. So, dann kann ich nämlich das hier für 300 Flugsteine auch auf Max upgraden. Und dann muss ich es mal einmal durchsimmen und mal gucken, was da besser ist. Ich bin zwar jetzt nicht viel am Endgame-Content am Spielen, ne? Schlichtweg, weil ich hauptsächlich T-Mog sammle. Aber wenn ich es natürlich ein bisschen verbessern kann, versucht man natürlich schon, das ein oder andere mitzunehmen. Habe ich da eine bessere Schuhe? Nee, anscheinend nicht. Gut, okay. Jetzt muss ich mal noch schauen. Ich flatter jetzt mal noch zum warte mal. Ich habe, glaube ich, gar nichts, was hoch genug ist, wo ich dann noch einen Charge benutzen könnte, ne? Nee. Ja gut, dann locken wir mal weiter und dann gucken wir mal, was wir noch auf den Twinks kriegen. Als nächstes habe ich den Worry. Und zwar, das ist mein Char, mit dem ich versuche, die Legendary Axe zu kriegen. War natürlich wieder im LFR unterwegs und, ein paar C-Indies hat man noch gemacht. Und was haben wir da? Also, ich hätte auf jeden Fall einen Platten-Item, wo ich einen T-Mog rauskriege. Und dann noch zwei HC-Items. Ihr seht einmal Altal ist das hier und das ist einmal aus WoD-Dungeons. Gut, da ist es relativ klar. Wir nehmen natürlich hier einmal die Brust. Und wenn ich die upgrade, müsste ich sogar noch ein Mock-Teil rauskriegen. Gucken wir mal. Also, die packen wir mal ein. Jetzt schauen wir mal, ob ich die Marken zu habe, das Ding abzu... Ah, nee, warte mal. Es ist auf 100%. Ah, ich habe anscheinend schon mal das Ding abgegradet. Interesting. Ja gut, bringt mir jetzt eigentlich... Ich wundere das jetzt gerade ein bisschen.
Aber es steht jetzt hier auch gar nicht dran, was für ein Rang das ist, oder? Bin ich jetzt blind? Moment, ich pack's mal jetzt kurz mal drüben rein. Doch, ah, es ist schon auf 5. Ah, nee, es ist auf 4. Warte mal, wenn ich jetzt upgrade auf 5. Nee, bringt quasi nichts. Okay, gut, so viel dazu. Aber ein T-Mog ist schon mal nett. Nimmt man auf jeden Fall gerne mit. Dann haben wir als nächstes einen Hunter. Jetzt hoffe ich mal, dass ich einmal das Item aus Altalda Sarg krieg, dass ich es noch rausbekomme. Es ist... dieses Ding hier, die Handgelenke, habe ich, glaube ich, letzte Woche 7 Mal oder so gesehen. Jedes Mal, wenn ich Altalda Sarg war, oder 5 Mal, 6 Mal, irgendwie sowas. Jedes Mal, wenn wir Altalda Sarg waren, sind diese Handgelenke gedroppt. Hier, das ist mit Movement Speed. Bringt mir aber ehrlich gesagt auch nichts. Komm, wir nehmen die Marken mit dem hier. Das ist wahrscheinlich das Sinnigste. So, und dann hauen wir es jetzt hier einmal gleich um. So, dann kann ich nämlich mit diesen Upgrade-Dingern nochmal irgendwann mal Hatsegir holen. Das ist wahrscheinlich das Sinnigste. So, dann haben wir gleich noch den nächsten Hunter. Drückt mir die Daumen. Ich brauche diesen, ich glaube Helm ist es, ne? Aus Altalda Sarg. Ne, irgendwelche Hosen. Ja, natürlich zumindest ein Upgrade, aber sonst... Ich muss überlegen. Wisst ihr was? Mit dem können wir das nehmen. Der hat wahrscheinlich eh keine Marken, oder? Nee, das ist egal. Ich muss nämlich noch Raid-Items upgraden. Und zwar die HC-Dinger auf Mythic irgendwann. Und dann brauche ich zumindest mit 1-2 Kettenchars, 1-2 Platten, 1-2 Leder und 1-2 Stoffchars zu Marken. Aber das machen wir nicht mit dem hier. Als nächstes haben wir dann einen Evoker. Haben wir nochmal eine Chance. Jetzt gucken wir mal, wie es an der Kettenfront aussieht. Oh, das ist eine Brust aus Amyrdrasil. Ah, mit dem war ich quasi im LFR gewesen und nicht im Plus. Gut, dann nehmen wir die auf jeden Fall schon mal. Das ist ja ein T-Mog, das wir brauchen. Und dann müsste ich mal gucken, was der an Marken hat zum eventuellen Upgraden. Wahrscheinlich nicht so viele, oder? Bei Drachen hat er... Das müsste eigentlich reichen, oder? Ich musste ja quasi nur auf Normal upgraden, das Ding. Ich guck mal, Set habe ich ja wahrscheinlich komplett voll, ne? Also da dürfte ich nichts brauchen. Vom Evoker-Set. Wo haben wir es? Hier, Mirdrasil. Genau, Normal habe ich fertig. Heißt, wir müssen es nicht in den Katalysator packen, aber wir graden es jetzt hier einmal ab. Das Ding. Halt, wo ist es? Das hier ist... Wait. Habe ich da auch schon die Normal-Version? Aber wo habe ich die Normal-Version? Ah, wahrscheinlich aus dem Timewalker-Sack, ne? Ja, okay. Wir müssen es gar nicht upgraden. So wie das aussieht. Das habe ich anscheinend schon mal irgendwo aus dem Timewalker-Säckchen rausgekriegt. Ich gucke jetzt nochmal schnell nach. Norwurzel heißt der. Nicht, dass da wieder irgendwas rumspinnt, ne? Ab und an ist es ja der Fall, dass die Addons auch Käse erzählen. Das ist gleich der erste Boss. Ah, okay. Hier steht 50% dran, weil ich es upgraden kann und das HC-Mog nicht habe, ne? Ja, okay. Daran liegt's. Ne, passt. Ich hab's Normal-Mog schon. Wunderbar. Dann weiter. Dann haben wir hier noch einen Evoker. Ihr merkt schon, wir haben einige Kettenchars. Und da seht ihr, was ich mit den Handgelenken meine. Alleine der Char hat 2-mal die Handgelenke gekriegt. Das kann ich keinem erzählen. Okay, der hätte jetzt hier ein Item aus einem M+. Aus der Dämmerung. Jetzt bin ich überlegen, das Ding könnte man theoretisch ja upgraden auf HC-Item-Level, ne? Weil es ist ja Normal-Item-Level. Schauen wir mal, ob ich die Brust im HC... Die würde ich noch brauchen. Die hat aber wahrscheinlich keine Marken, ne? Nee, hat er nicht. Okay, aber wir nehmen die Brust mal. Dann können wir uns das mal merken. Eventuell könnte ich mir dann die Marken mal irgendwann farmen und das Ding upgraden. Besser ist es auch noch. Okay, das ist schon gar nicht schlecht. Warte, was haben wir denn hier? Ah, schade, Welpen. Ich dachte, ich habe noch ein paar Drachen. Gut, dann muss ich dann mal zum Farmen anfangen. So, einen Stoffchar habe ich hier auch noch. Mit dem werden wir wahrscheinlich jetzt nichts Sinniges drin haben, schätze ich mal. Trinket.
Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall die Marken einmal raus. Und tauschen die gleich mal um. Mit dem könnte ich dann eventuell die Raid-Items quasi upgraden. Machen wir es mal so. Dann habe ich noch mal einen Hexenmeister am Start. Gucken wir mal, was wir mit dem Schönes drin haben. Ah, mit dem war ich im Raid und da ist einmal. Na, Kacke. Set ist drin. Das brauche ich natürlich nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht, oder? Gut, ja, wäre jetzt vielleicht ein Ticken, ein kleines Upgrade. Level Item Level. Komm, ich nehme hier auch die Marken. Lieber haben als brauchen. Ich sag's euch, vielleicht nehmen wir dann auch den her. Schauen wir mal kurz, wie viele Marken hat denn der schon? Der hätte natürlich einen Hauch von Drachenwappen, ne? Jetzt packen wir die mal noch ein. Wir da nochmal zwei. Das. Ja, doch. Gucken wir mal. Ich denke mal, mit dem können wir später was upgraden. So, dann haben wir hier den nächsten Hunter. Wieder ein bisschen Ketten-Action am Start. Und. Das ist natürlich belastend. Na gut, das brauche ich nicht, ne? Das sind Handschuhe und Schulter. Gut, die Schulter wäre jetzt halt auch wieder aus dem M+, ne? Jetzt ist halt die Frage, wenn, dann nehme ich vier Marken und kann mir zwei Upgrade-Tokens kaufen. Der hätte halt auch schon. Der hätte ja halt auch schon 30. Wobei. Warte mal, kann ich mit dem vielleicht dann. Könnt mir das HC-Set, die HC-Set-Schultern vom Hunter holen. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit. Schauen wir mal. Die habe ich schon, ne? Also es bringt eh nichts. Hunter habe ich eh schon ziemlich viel, ne? Mir fehlen eigentlich nur Hände und Handgelenke. Nee, dann machen wir das anders. Nehmen wir das hier nicht mit, auch wenn es ein gutes Upgrade wäre. Wir nehmen die Marken. Und. Warte mal, ich gucke nochmal zur Sicherheit. Hier haben All the Things. Rein, Belebungskatalysator. Basil HC Hunter. Nee, zeigt er nur die Handgelenke an. Okay. Gut, nee, dann nehmen wir das Ding. Passt. Manchmal sind es verschiedene IDs, da muss man dann nochmal gucken. Aber das scheint zu passen. So, also die beiden lernen wir. Also hat der jetzt schon mal richtig viele. 60 Stück von denen. Ah, da können wir auf jeden Fall was upgraden. So, da als nächstes haben wir noch einen Demon Hunter. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich meine, mit dem war ich im Raid, oder? Ja, mal gucken. Habe ich sogar zwei Sachen gemacht. Okay. Ja, gut. Da brauche ich gar nichts, ne? Die Schuhe sind sogar Item-Level-technisch schlechter. Und die Brust bringt mir eigentlich auch nichts. Also komm, dann nehmen wir ebenfalls die Marken. Da habe ich, glaube ich, noch drauf spekuliert, dass ich vielleicht die Raid-Glaive kriege, ne? Also hier aus dem LFR, aber das war leider nix. Teile noch ein. Bin mir ein bisschen überlegen, ob ich das Gold nehme, aber eigentlich lohnt sich das nicht, ne? Die Dinger sind mir wichtiger, ehrlich gesagt. Dann haben wir hier noch einen Warrior. Jetzt bin ich echt am Überlegen, was ich mit dem gemacht habe. Ah, da war ich im Mega-Dungeon, ne? Weil ich da Temok gebraucht habe. Deswegen hat der einen Vault. Ja gut, das können wir auch vergessen. Der Umhang ist für den Sack. Also ich habe die ganzen Temok-Items gefarmt gehabt aus dem Mega-Dungeon. Und da bin ich jetzt tatsächlich auch durch. Und da brauchte ich den einen oder anderen quasi Plattenschar, der hier die Stärkewaffen kriegen kann. Als nächstes haben wir noch einen Hunter. Und zwar gucken wir jetzt wieder wegen dem Ketten-Item. Und ich sehe so langsam sind die ganzen Inventare von meinen Twinks wieder ein bisschen vollgemüllt. Die muss ich mal vielleicht wieder ein bisschen aufräumen. So, das Ding ist leider nicht das, was ich haben wollte. Das ist jetzt einmal Kettenschultern. Dann werden wir hier auch die Marken nehmen. Ich glaube, einen oder zwei Kettenschars habe ich noch. Vielleicht ist es drin. Sonst, ja, muss ich die Woche nochmal ein bisschen Altaldasar laufen. So, also das können wir schon mal mitnehmen. Gut, dann haben wir einen Worry. Da kann ich jetzt gar nichts Tolles rauskriegen, oder? Ich bin gerade überlegen, was haben wir hier in den Kopf? Den habe ich aber auch schon. Great ist es auch keins. Na gut, dann nehmen wir hier auch die Marken. Hilft ja leider nichts. Der hat doch bestimmt auch schon ein bisschen was. Ne, der hat so gut wie gar nichts rumliegen. Naja, gut. Irgendwo muss man mal anfangen.
Ja. So, letzte Kettenchance auf dem Hunter hier. Hoffen wir mal, dass das Teil drin ist. Ich meine, Kopf war es. Ja, aber der falsche Kopf. Ich brauche den Kopf aus Althaldasar. Warte mal, ich kann euch mal zeigen. Althaldasar. Mythic Plus. Seht ihr? Den Kopf brauche ich. Aber der möchte einfach nicht. Ja gut, jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Ding machen. Was hat mir gesagt? Hunter Set braucht ich, glaube ich, Handgelenke und Handgelenke und Hände waren es, meine ich, ne? Warte, ich schaue es nochmal sicherheitsweise nach. Ja, Handgelenke und Hände. Also heißt, der Kopf wird mir eigentlich gar nichts bringen zum Upgraden. Aber das ist eigentlich mein Speedshare, ne? Seht ihr, was der für ein Gear an hat? Den hatte ich erst auf Level 60 noch. Ich habe den jetzt auf Level 70 mal hochgelevelt, um im Mega-Dungeon ein bisschen mehr Range-Waffen noch zu kriegen. Und ja, naja, gut, komm, geben wir ihm das Gear-Teil. Dann hat er zumindest schon mal ein bisschen was. Ich muss bloß aufpassen, dass ich meine Azurit-Teile nicht weghau, denn die bringen mir natürlich trotzdem noch ein bisschen Movement Speed. Gut, dann habe ich, glaube ich, alle Chars soweit durch, mit denen ich letzte Woche unterwegs war. Das ein oder andere Item haben wir ja gekriegt und ja, dann würde ich sagen, sind wir wieder durch mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.